Gestern auf dem Flohmarkt, Flohmarkt sag ich schon, in der Bremer Waterfront, genau am 11. Was ist das? 12. ne? Ja. Genau, da war ich ja bei Dings hier, die heißt Müller erst. Da habe ich endlich mein Pokédex gekriegt, 20 Euro hingeblättert. Ja, da stehen die ganzen Viecher drin, was sie für Attacken können und so. Ja, hier sieht man das ein bisschen. Ja, so ein schönes Poster mit bei, wo die ganzen Pokémon mit drauf sind und so weiter und so fort. War schwer zu bekommen. Bin seitdem das Jahr begonnen hatte mit der Eröffnungszeit wieder, also 2. Januar, unterwegs gewesen, das zu bekommen in der Waterfront. War ausverkauft. Jetzt habe ich es endlich entdeckt. Und jetzt habe ich es endlich. Damit habe ich Pokédex und das Lösungsbuch. Weil die werden ja irgendwann mal was wert. So. Dann war ich bei GameStop. Da habe ich die Aktion wieder mitgenommen. Hier kaufe 3, zahle 2. Ne? Da habe ich einmal für Xbox 360 Rage. 4,99 sind alle 4,99. Das habe ich übrigens umsonst gekriegt. Gears of War Judgment. Ja, mein Fernseher blendet wieder mal ein bisschen rein. Okay, wir versuchen ein bisschen anders zu drehen. So, ein bisschen. So, sieht man das besser? Nee, wir machen den Fernseher aus. Scheiß drauf. Zack. So. Ja, wie gesagt, Gears of War Judgment, das fehlt mir noch. Und dann noch Bloodstone, also 007. Ne? Alles die Xbox 360, Rage habe ich umsonst gekriegt. Mal gucken, wie die Spiele sind. Ich kenne die alle noch nicht. Dann kann ich mal nochmal die Rückseiten zeigen. Hier 007 einmal. Jetzt sieht man mein Fenster. Super. Naja. So, dann da. Judgment. Also Gears of War. Und Rage. Ja, bei Rage ist die Anleitung bei. Bei 007 auch. Gears of War ist nur so ein Flyer mit bei. Ich habe eine andere Version da gesehen. Die sah nicht so gut aus. Da war eine Anleitung bei, aber die gehörte nicht dazu, also zu diesem Spiel. Das sieht man, limitierte Erstauflage, beinhaltet 400 Microsoft Points, steht hier unten. Naja. Ich weiß nicht, ob es bei dieser Version auch eine Anleitung gibt. Also bei der anderen stand jetzt nicht 100. Das war eine Xbox 360, Xbox One Version, genau, wo die Anleitung mit bei war. Keine Ahnung, ob es hier mit, also auch gibt. Egal, nehmen wir mit. Zu dem Preis kann man es mitnehmen, finde ich. Ne? Dann habe ich noch die 22-Euro-Aktion da mitgenommen bei GameStop. Und da habe ich mir beide Spiele geholt, nämlich The Evil Within, oder wie man das ausspricht. Ne? Der erste Teil hier. Ein Fenster spiegelt. Nervt. Hier der zweite Teil. Ne, da sieht man das. Ripped. Hier ist so eine Mini-Anleitung mit bei beim ersten Teil. Und beim zweiten auch. Und sogar noch so ein Fire for Prey und Wolfenstein. Und hier so ein Code, Last Chance Pack für den zweiten Teil. Ja, dieser zweite Teil hätte eigentlich 17,99 gekostet, der erste Teil 11,99. Ich habe beide für 22 bekommen. Ich habe beide noch nie gespielt, habe aber schon einiges ein bisschen gehört so. Soll sehr gut sein. Werde ich mal ausprobieren. So. Dann kommen wir zum Flohmarkt heute. Da war ich heute Morgen. Gegen 7 bin ich da aufgeschlagen. Hab da den Jojo getroffen. Dann
war dann noch irgendwie ein Freund von ihm mit seiner Freundin, keine Ahnung, wie die noch hießen. Und der gute Florian, also Ricky's World. Ja, wir sind da ein bisschen rumgestiefelt. Bin dann später, boah, nach einer Stunde oder so, oder zwei Stunden, alleine mit Ricky's World durch die Gegend stolziert. Das erste, was ich gefunden hatte, war Splinter Cell. Da wollte der Typ 8 Euro für haben. Hab am Ende 5 Euro bezahlt. Boah, keine Ahnung, ob das in Ordnung ist. Das war das erste Spiel, was ich gefunden habe. Spiel drin, Anleitung drin. Guckt euch mal die Anleitung an, wie fett die ist. Ne? Hier gibt es noch Asphalt, was also? Urban GT, keine Ahnung, kennt das jemand von euch? Und hier Gesundheitsdingens. Also später nochmal gesehen. Habe ich aber nicht nachgefragt, wie teuer das ist. Aber ich hab's ja schon. Das Spiel ist von Ubisoft und Gameloft. Published, oder wie das so schön heißt, ne? Da sieht man das so. Für den Nintendo DS. Jo. Dann war unser Händler des Vertrauens, der da immer ist. Der sonst normalerweise, also das ist jetzt am Hansa-Carré, weiß nicht, ob ihr Bremen kennt. Ne? Normalerweise ist der Typ am Kajemarkt, am Weserufer, Weserflohmarkt, oder wie man das auch nennt. Das ist ein bisschen länger, es sind eigentlich 2 Flohmärkte in einem. Ja, da habe ich dann Star Fox Command gefunden. Auf den Nintendo DS, da 4 Euro bezahlt. Das war jetzt bei ihm. Ja. Da habe ich gesagt, ja, ist in Ordnung, nehme ich mit, so wie es ist. Da ist einiges drin. Einmal die Anleitung. Auch ein bisschen dicker. Dann ein Flyer, wo man irgendwie noch was bekommen kann. So ein VIP-Pass hier noch. Und also nicht aufgerubbelt hier. Dann der Vivi-Flyer hier mit drin. Das ist wie neu hier. Also das ist echt krass. Dann DS Lite-Ding mit Wii schon hinten drauf. Und das Gesundheitsgedöns. Alles drinne. Also ist krass für 4 Euro. Ich habe nämlich vorher nachgeguckt, wie viel das kostet. So im unteren Bereich. Es geht auch teurer weg, habe ich schon gesehen. Doch, nehmen wir mit, ne? Bin gespannt. Also können 2 bis 6 Spieler mitmachen. Sehe ich hier gerade hinten. Also Einzelkartenspiel. Da braucht man nur ein Spiel haben und man kann mit 6 Leuten zusammen zocken. Das ist krass. Oder Multiplayer. Drahtlos. Gut, ob das wird wohl wahrscheinlich nicht mehr gehen. Aber was soll's. So, später wenn ich dann... Achso, dann habe ich noch ein Spiel. Das habe ich von Ricky's World abgekauft. Er hatte vorher ein Gamer Collar sich gekauft. Weil irgendwie drin war es, glaube ich, 30 Euro. Da fehlt die Klappe oder sowas. Ein paar Knöpfe irgendwie kaputt. Naja, und da war dann Zelda Link's Awakening mit bei. Das habe ich ihn abgekauft. Gut, hier ist ein bisschen was abgenudelt, abgebrochen. Da sieht man das so hinten im Hintergrund. Ne? Seht ihr den Bogen? Gut, ich habe 12 Euro dafür bezahlt. Finde ich in Ordnung. Hätte ja auch teurer verkaufen können. Ne? Weil der Gamer Color war ja nicht mehr ganz in Ordnung, aber er funktioniert noch. Aber Lautsprecher ist total dreckig bei ihm gewesen und boah. Die Klappe fehlte, also das ist natürlich wertmindernd. So 12 Euro finde ich in Ordnung. Jetzt habe ich es endlich, da wollte ich nämlich auch schon lange haben. Ist jetzt aber ohne diese Hülle gewesen. Das ist meine eigene gewesen. Boah, jetzt habe ich es endlich. Und das vor dem Remake für die Switch. Wenn ich mich erinnere, war das auch da. Ne? So, dann später bin ich dann auch zu einem Händler gegangen, der mit seiner Frau sonst auf der Bürgerweide ist. Da habe ich 4 Spiele gleich mitgenommen. Ich fange mal mit dem hier an. Hey. World Cup 98. Dieses hier. FIFA World Cup 98, das ist eigentlich FIFA, ne?
Gut, dann habe ich da Anyway gefunden. Ihr seht die Preise da oben. Und Yoshi. Und gut, da haben wir jetzt auch eine Hülle drin. Das habe ich auch ohne Hülle gekauft. Donkey Kong Land 2. Für alles zusammen habe ich 20 Euro bezahlt. Das wären eigentlich 25 gewesen. Ne? Ja, das weiß nicht, das Yoshi, das Karamett. Ich weiß nicht, ob das der erste oder zweite Teil ist. Das ist auch so ein Puzzle-Game, wenn ich das gesehen habe. Ich glaube, das ist ein Puzzle-Game. Wie dieses Mario and Yoshi. Das hier. Das war ja jetzt schon letztes Jahr gekauft, im Sommer. Ich weiß nicht, ob es dieser der erste Teil ist oder der andere der erste Teil oder andersrum der zweite. Könnt ihr mal in Kommentare schreiben, wäre mal gut zu wissen. Könnt ihr natürlich auch mal selber googeln, ne, wozu gibt's das? Ja, dann Donkey Kong Land 2. Ich hatte ja auf der Börse in Düsseldorf Donkey Kong Land 1 gefunden. Gut, da oben ist ein bisschen abgeschrabbelt. Hatte ich, glaube ich, 6 Euro auch bezahlt. Damals. Jetzt habe ich beide Teile. Das ist richtig geil. So, und das absolute Highlight. Gut, manche würden sagen, bist du verrückt, das zu kaufen zu dem Preis. Das ist mir shittigol. Nämlich Pokémon Kristall. Damit habe ich die ganze Serie komplett. Gut, die Gameboy-Spiele, also GBA, Gameboy und Gameboy Color-Spiele habe ich nicht in OVP. Wo ist mir egal, ich nutze die zum Spielen. Ja. Ja, das habe ich mit dieser Hülle. Da ist eine neuere Batterie drin, das ist ausgetauscht worden, das sieht man da. Ich habe 28 Euro bezahlt, 30 Euro wollte er haben. Ja, 28. Ich habe beim ersten Mal, wo ich da hingegangen bin, ihn gefragt, ob er das nicht für 18 verkaufen kann oder 16. Ne? Nö, die Preise sind zu hoch im Moment. Ist höher gegangen. Ich hatte vor 3 Wochen oder so mal geguckt, da war das noch niedriger. Aber er hat recht gehabt, habe bei eBay geguckt. Ne, das günstigste, was ich gefunden habe, was verkauft wurde, war bei 25,99. Ja, mir fehlte das. Ne? Gut, Porto-Kosten. Wenn ich mir das bestellen würde, kommt ungefähr dasselbe raus. Scheiß drauf. Es geht bis 40 Euro hoch. Ohne UVP teilweise. Ja, jetzt habe ich es mitgenommen. Es funktioniert. Macht am Anfang ein bisschen Probleme, weil die Kontakte sehr verdreckt waren. Also Q-Tip und Taschentuch war sehr dreckig. Also er hatte Anlaufschwierigkeiten auch. Also er hatte das vor Ort auch getestet. Ne? Nach mehrmaligen Versuchen, wie viel ist dort? Da wo ich zu Hause war, habe ich es bei meinem Gameboy Color probiert. Wollte nicht so richtig. Jo. Einmaligen Reinigen ging es dann immer noch nicht. Aber dann mit dem Gameboy Advance ging es dann. Dann habe ich wieder gewechselt zum Gameboy Color. Da wollte es erst nicht, aber jetzt läuft es anscheinend. Ne? Also ich bin sehr zufrieden. Endlich habe ich das Game. Weil man kann das nämlich auch noch nutzen heute. Zum Tauschen, also der Pokémon. Weil man kann das zum GBA rüber tauschen, dann von da aus zu den Pokémon Platin, Pearl und Diamant. Von da aus zu Pokémon Schwarz und von da aus zur Pokémon Bank auf dem DS oder 3DS, wie man will. Und von da aus geht es dann höher zu Ultra Sonne, Ultra Mond. Das sind die letzten Spiele auf dem 3DS oder DS gewesen. So, und dann kommt ja demnächst im Februar die Pokémon Home. Das ist der Nachfolger von der Bank. Da kann man das dann hochtauschen zu Pokémon Schwert und Schild. Aber natürlich nur die Pokémon, die dabei sind halt, ne? Ja, ist auch geil. Ja, so viel dazu. Ja, also wir sind nur zu diesem Flohmarkt hin. Der Jojo, also Johannes, ist auch zum anderen Flohmarkt, zu Fegro gefahren. Ja, da sollen nur 3-4 Stände gewesen sein. Soll total tot gewesen sein diesmal.
Gut, bin jetzt in 2, 3, 4 Wochen auch nicht mehr dahin gefahren. Also vor Weihnachten war ich aber da, vor Silvester nicht. Oder so ähnlich. Boah, da war ja, da bin ich da auch schon nicht mehr hingefahren. Boah. Aber naja, Hansa Carré war diesmal auch kleiner. Also die Bereiche, die unterm Dach waren, waren soweit voll. Größtenteils. Waren ein paar Lücken, aber naja, aber wo das nicht unterm Dach war, da war diesmal so gut wie nix. Das waren die letzten Male auch voller. Aber hat trotzdem Spaß gemacht, gerade wo ich das Pokémon Kristall gekauft habe von dem Typen, diesem Händler. Den haben wir schon einiges weggeschnappt in den letzten Wochen. Ich, Jojo, Polobaido und Rickys World halt, ne? War schon lustig. Auch diesmal mit ihm zu handeln war richtig cool, hat Spaß gemacht, ne? Joa, so. Das ist jetzt das Video. Ja, wie gesagt, lasst ein Abo da, Kommentar, jo. Und ein Like. Egal in welche Richtung. Jo, dann muss ich jetzt gleich noch die Liegestütz-Challenge noch machen. Und dann haben wir das für heute. Hui. Naja, wie gesagt, ich bin raus. Euer Kistenschieber, bis zum nächsten Mal. Jo. Bis denn. Schönen Sonntag noch. Bye bye.